Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder mal, eure Sandy. Bevor ich eingehe, wo ich hier bin, es gibt einen neuen Firestorm Viewer. Bitte, ich bitte euch, tut ihn noch nicht installieren. Es hat sich die Grafik abgedatet für die Leute, die einen schwachen PC haben oder Laptop haben, wie auch immer, oder auch Probleme haben mit den Augen, wie ich sie habe, wegen zu helle Grafik. Wartet bitte ab, bis das neue Update draußen ist. Ich mach da nochmal, wenn's wirklich auch mir gegenüber passt mit den Augen und alles, werde ich ein YouTube-Video drüber machen, was sich bei Firestorm umgeändert hat. Bitte lasst den alten noch drauf, nutzt den neuen nicht. Also für diejenigen, die natürlich damit zurechtkommen und haben in Anführungsstrichen auch wie ich ein NASA-PC, klar, aber haben Probleme und können das gut ab, ne? Im Vorneweg ein kleines Mimimi vom Firestorm. Also bitte wartet ab, die sind da am Machen und am Tun. Also ich hab da in Firestorm-Gruppe, die sind da gerade bei, um das alles einzustellen. So, das zum Thema dazu. So, wo bin ich jetzt hier? Ich bin, ja, das ist Notizkarte, wie auch immer. Ich bin hier auf dem SL-Geburtstag. 21 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. 21 Jahre gibt es bis jetzt Second Life. Und es ist immer noch zum Einloggen, immer noch kostenlos. Und es gibt so viele Sachen in Second Life zu entdecken und machen und tun. Also wer in meinen Augen sagt, es ist, er hätte Langeweile, also der kennt Second Life nicht. Der weiß nicht, was man alles anstellen kann, in meinen Augen. So, guck mal, was es hier gibt. Alle diejenigen, die Kitty Cats sammeln, ne? Aber bitte Obacht. Ein kleiner Spoiler-Alarm. Ihr wisst, ich habe auch mehrere Avatare. Ne? Nur mal so ein bisschen zum pro Avatar gebunden. Ne? Ihr wisst, wie ich meine. Dann gibt es hier, wie gesagt, die Hasen eventuell. Es gab die ganze Zeit, ich habe sie aber nicht gefunden. Es gab die ganze Zeit auch die Amaretto-Pferde. Ich glaube, die sind, glaube ich, draußen oder so. Ja, hier bekommt man natürlich vieles ab und zu, was ich sehe, überflüssigen Inventarmüll, ne? Aber die werden sich schon dabei was gedacht haben. Und guckt mal, ihr habt jede Menge zu tun. Also, ihr hättet keine Langeweile, ne? Entschuldigung, dass ich da immer jetzt drauf rumreite, aber es ist so. Ne? Ihr habt keine Langeweile. Die, was in Second Life in meinen Augen zu tun haben, die haben keine Langeweile oder wissen nicht wohin. Ne? Oder gucken meine YouTube-Videos nicht. Hier, ne? Hier habt ihr zu tun. Jede Menge. Ne? Ich springe natürlich jetzt nicht wild rum, weil das hat keinen Sinn. Ne? Und wie ihr hierher kommt, ist ganz einfach. Ihr klickt hier auf die Schaltfläche Ziele. Wenn ihr nicht wisst, wo der sie herbekommt, Avatar, Schaltflächensymbol, hier drinne gucken, nach hier unten sind sie, Ziele rausziehen an die Seite und dann braucht ihr sie nicht mehr großartig suchen. Dann seht ihr hier SL, ne? Geburtstag, da verschiedene. Seht da verschiedene Arenen. Ich bin jetzt hier in der Gruppengift-Arena. Ihr findet verschiedene Lokale, die ihr angucken könnt. Es gibt auch eine große Party. Natürlich, und das geht 4 Wochen lang. Ja, also vom 21. Juni hat es jetzt angefangen. Wir schreiben zwar heute 23., aber der 21. Juni hat es angefangen bis zum 21. Juli. Und es sind ja in meinen Augen dann ja halt 4 Wochen. Ne? Und ihr habt natürlich wie immer die Shopping-Arena. Und da springen wir jetzt auch mal hin. Einfach mal so. Ne? Wie ihr ja seht hier, und ihr müsst meine Grafikkarte entschuldigen,
Und wie ihr ja seht, ich habe immer noch den alten Viva drauf. Ich habe den neuen, wie gesagt, nicht drauf. Den ziehe ich mir auch noch nicht drauf. Ich warte erst, bis das Update da ist. Und ihr seht hier alle. Ah, komm, den kann man eventuell auch anklicken, den Geburtstagskuchen, um sich spaßhalber mitzunehmen. Hier natürlich gibt es auch Gruppengifts, ne, von verschiedenen Shops, die man gucken kann. Und es gibt so viele Leute, die über Shopping in Second Life Videos drüber machen. Also da muss ich jetzt nicht auch noch mitmachen, finde ich. Ne? Ihr wisst, wie es geht, ihr denke ich mal, und ja, einfach. Und natürlich bedanke ich mich erstmal noch wieder, dass ich das nicht vergesse über die ganzen Abonnenten. Ich habe geguckt, ich habe bis jetzt 127. Da bedanke ich mich für jeden Einzelnen, der mich abonniert hat bis jetzt und auch abonnieren wird, eventuell. Und auch natürlich für alle diejenigen, die meine YouTube-Videos nur so gucken und können da natürlich was mit anfangen. Und natürlich auch die Leute, die darf ich natürlich auch nicht vergessen und werde ich auch nicht vergessen, die mir immer so schöne Kommentare unten unter meinen Videos runterlassen. Erstmal einen herzlichen Dank dazu. Und zur Europaweltmeisterschaft, bin ich natürlich für Deutschland, ist klar. Die ist ja jetzt auch, deshalb ist jetzt auch ein bisschen wenig los in Second Life. Ne, viele sind auf Urlaub und haben noch Probleme und nutzen den neuen Firestorm und haben da noch Probleme und so weiter und so fort. Und natürlich ist es auch berechtigt, viele müssen RL viel arbeiten, was natürlich auch vorgeht. Ne? Ihr seht hier. Ist auch schön lustig dekoriert. Ich finde es lustig, ich finde es schön. Ob ich jetzt die Gruppengifts mitnehme, ob ich jetzt alle hier durchgehe und tu durchklicken. Ne? Hier heißt ja 25%. Wir können ja mal gucken, was es kostet. Ne? Also 263 ist berechtigt. Ich finde es auf eine Art und Weise berechtigt. Weil man will ja immer ein bisschen auch als. Und die Landmiete, denke ich mal, hier, die Ladenmiete, sage ich mal, ist garantiert nicht umsonst. Die ist natürlich auch. Kostet natürlich auch Linden, ist klar. Ihr könnt euch natürlich hier durchgucken. Ihr müsst ja nicht kaufen. Wer sagt denn, dass ihr was kaufen müsst? Ja, ihr könnt einfach mal hier durchgehen, nehmt euch ein Demo mit, da habt ihr eventuell auch die Landmarke von den Laden, wenn sie in Second Life anderweitig gibt, einen Laden. Manche stellen nur dann aus, wenn Ausstellungen sind, weil sie sich kein Laden holen können oder holen wollen. Wie auch immer, finde ich ja auch berechtigt und ist ja auch jedem selber überlassen von den Designern und so weiter und so fort. Und hier habt ihr auch zu tun. Ne? Ich mache mal die Karte auf. Hier sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Links beziehungsweise 20 Sims, wo ihr gucken könnt und machen tun könnt und Shopping. Und ja, in dem Moment würde ich euch empfehlen, ich habe natürlich wieder auf Anschlag, ihr müsst mich entschuldigen, ich bin in manchen Situationen auch ein bisschen faul, die Grafik runterzudrehen. Und so weiter und so fort. Ich bitte euch dafür zu entschuldigen. Deshalb habe ich hier auch ein bisschen Lack. Mache mein Abschlussvideo mal da beim Happy Birthday Kuchen. Und ja. Vielleicht gibt es demnächst irgendwann mal ein bisschen bald was von meinem RP noch ein bisschen. Und wie ich euch schon immer sage,
wer meinen RP-Avatar gefunden hat, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, der ihn noch braucht und suchen will und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Suchen. Also, ich wünsche euch was, drückt den Deutschen die Daumen, ja, dass wir natürlich bei der EM gewinnen, ist logisch, ne? Und wie ich schon immer sage, klicken, machen, tun. Und ja, und ich bedanke mich natürlich auch für die Leute, wie gesagt, die einfach nur meine YouTube-Videos gucken und können damit was anfangen. Das ist mir sehr wichtig, das ist mir das oberste Wichtigste. Dafür mache ich's ja. Ich mach's ja nicht für mich, ich mach's ja für euch, damit ihr was anfangen könnt. Ja? Und vielleicht hänge ich noch ein Video dran, mal gucken. Ansonsten mache ich das wie ich, wenn ich was entdecke und mache und tue und so weiter und so fort. Oder wenn ihr mir sagt, in der EM oder in Notizkarte in SL schreibt oder hier unten Kommentare drunter schreibt, hey, Sandy, das könntest du ja eventuell mal zeigen oder senden oder was auch immer. Und wie gesagt, das Einzigste, wo ich nicht drüber senden werde, und das ist auch so, das ist natürlich über Adult, um das Thema abzukürzen. Alles, was mit Adult zu tun hat. Also mit Adultgeschichten, ihr wisst, was ich meine. Um nicht näher ins Detail eingehen zu müssen. Ich sage nur das Wort mit F. Und ja, also ich wünsche euch was, drückt den Deutschen die Daumen und wir sehen uns dann bis die Tage, eure Sandy.